Also ich habe auch schon Liebesbriefe im Müll gefunden, die dann so knüllt waren. Aber ich habe mir den auch mal durchgelesen. Geil! Das Team der BSR sucht fitte, kundenfreundliche Männer und Frauen für den berlinweiten Einsatz bei der Müllabfuhr. Als dieser Satz in einem Radiobeitrag lief, gab es noch keine Frau bei der Müllabfuhr. Und das war 2018. Zieht euch das mal rein. Mein Gast heute, Charlene, hat es aber nicht davon abgebracht, Müllfrau, beziehungsweise wie man es richtig sagt, Müllwerkerin zu werden. Und wir reden gleich darüber, was das Verrückteste war, was du jemals in einer Mülltonne gefunden hast. Aber erstmal würde mich die Frage interessieren, wie du überhaupt auf die Idee gekommen bist, Müllwerkerin zu werden. Also auf die Idee ist, letztes Jahr meine Mutter tatsächlich gekommen und sie hat mich sofort angerufen und gemeint, hey, das wäre doch total was für dich. Du bist in Bewegung, du bist draußen an der frischen Luft, du hast super Arbeitszeiten und du hast dein Wochenende immer frei, was du immer wolltest und einen tollen Arbeitgeber für die Zukunft. Bewerb dich da. Und ich habe sofort mich am Computer hingesetzt und gesagt, ja, das mache ich. Habe mich beworben und dann hat es geklappt. Wie sieht jetzt dein Berufsalltag aus? Ich stehe um 4 Uhr auf ungefähr. Also was? Sehr, sehr früh, ja. Was? Und um 6 Uhr fängt die Schicht an. Bist du da und fährst mit einem LKW los in irgendeinem Bezirk, je nachdem, was du in der Liste zu stehen hast. Die Aufgaben sind, draußen den Müll zu holen, egal wo der steht, ob der im Keller steht oder in einem Hinterhaus oder auch auf dem Gartengrundstück. Dann muss die Mülltonne zum Fahrzeug hingebracht werden, wird der Müll ins Fahrzeug gekippt. Also wenn ganz viel Müll drin ist im Fahrzeug und nichts mehr reingeht, muss man zur Ablade fahren. Dann fährt man meistens zu seinem Hof wieder zurück. Wann ist dein Tag vorbei? Also kurz nach 14 Uhr hat man Feierabend. Also um 6 Uhr ist Schichtbeginn und 14.18 Uhr ist Feierabend. Wenn ich mir vorstelle, ich würde um 6 Uhr morgens 8 Stunden den ganzen Tag durch Berlin düsen, ich wäre so fertig. Ich würde danach wahrscheinlich 3 Stunden Mittagsschlaf machen. Ich habe so eine App und da laufe ich manchmal 19 Kilometer tatsächlich am Tag. Bin ich nur in Bewegung und man hebt die schweren Tonnen. Man macht ja jeden Tag Sport und Kraft- und Ausdauertraining gleichzeitig. Da ist natürlich klar, dass man dann erstmal ein bisschen geschafft ist. Und dann lege ich mich tatsächlich erstmal nochmal hin. Und wenn ich dann wieder wach werde, dann bin ich fitter, also bin ich schon ausgeruhter. Trotzdem hast du wahrscheinlich dann aber viel mehr Zeit frei abends als andere Menschen, weil dein Tag schon so früh anfängt. Ne? Ja, total. Ja. Also gerade im Sommer ist das schön. Ne? Man kann noch schwimmen gehen, man hat noch voll viel vom Tag. Ich gehe manchmal noch gerne ins Fitnessstudio danach, einfach mal, um ein bisschen auch andere Sachen zu trainieren. Warte kurz, ich will dich nicht unterbrechen, aber nach 8 Stunden Ausdauer und Krafttraining gehst du noch ins Fitti abends? Ja. Okay, alles klar. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ja. Ich habe so Respekt davor. Es ist dein erster Arbeitstag. Du bist nervös. Du gehst in die Kantine und alles, was du siehst, ist orange, orange, orange. Und 400 Augenpaare, die dich skeptisch mustern. Eine Frau hier bei uns? Das gab's ja noch nie. Das ist Charlene. Sie ist Müllfrau. Das heißt Müllwerkerin. Die erste Müllwerkerin der Berliner Stadtreinigung, BSR. In Berlin waren vorher nur Männer. Der Arbeitsalltag bei der Müllabfuhr ist super tough. Jeden Tag um 4 Uhr aufstehen und 100 Kilogramm schwere Tonnen ziehen. Lange Haare, lackierte Nägel und Lidschatten? Charlene, wie soll das denn mit so einem Beruf zusammenpassen? Hä? Was soll die Frage? Erinnerst du dich an deinen ersten Arbeitstag? Wie hast du dich da gefühlt? Es war auf jeden Fall, ich war so nervös, war ich schon lange nicht mehr, noch nicht mal beim Vorstellungsgespräch. Auf meinem Hof, wo ich war, da wurden 4 Frauen eingestellt. Wir sind dann zusammen in die Kantine gegangen. Es waren ganz viele Tische und jeder Tisch war voll mit Müllmännern. Alle in Orange. Ich dachte mir, oh mein Gott, was ist hier los? Also die dachten sich, was wollen die denn jetzt hier? Haben die sich verirrt? Ja, und dann hat uns der Chef persönlich mit einer Ansprache vorgestellt, hat gesagt, so, Männer, jetzt sind die Frauen da. Also man wurde am Anfang schon, wie gesagt, mit sehr viel Skepsis angeguckt. Und manche Kollegen haben einen auch noch nicht mal gegrüßt sogar, ne? Weil das war für die so befremdlich, weil all die Jahre bei der Müllabfuhr, also wie gesagt, bei den anderen, bei der Straßenreinigung gibt es ja schon Frauen. Seit ungefähr 2010. Ja, bei der Müllabfuhr noch gar keine einzigste. Also es gibt noch nicht mal Erfahrungsberichte. Und deswegen dachten wir, wie sollen wir jetzt damit umgehen, mit dem weiblichen Geschlecht? An der Stelle ist vielleicht total wichtig zu erklären, warum es überhaupt so war, dass bis zum Jahr 2018 keine Frau eingestellt wurde bei der Müllabfuhr. Und das lag ganz einfach an der Mauer. Denn als Deutschland noch geteilt war, gab es also eine Stadtreinigung in der DDR und eine Stadtreinigung in der BRD.
Und als Deutschland wieder vereint war, gab es ganz viele Männer, die bei der Stadtreinigung gearbeitet haben und dadurch auch ganz viele Angestellten, die halt einen Job brauchten. Und erst in 2018, als dann Menschen einfach altersbedingt ihren Job aufgeben mussten oder einfach in Rente gegangen sind, wurde es wieder ausgeschrieben. Und dann erst gab es die Möglichkeit, nach dem Gleichstellungsgesetz auch zu sagen, na klar, müssen wir nicht nur nach Männern, sondern auch nach divers und weiblich ausschreiben. Das heißt also, dass da ganz viele Männer waren, die noch nie mit einer Frau zusammengearbeitet haben. Gab es da Vorurteile, die dir auch begegnet sind im Alltag? Ja, natürlich. Manche haben natürlich gedacht, die müssten jetzt die Arbeit für mich übernehmen, weil ich das körperlich gar nicht schaffe. Also wie soll jede Frau jetzt eine Tonne aus dem Keller hochziehen? Ist ja unmöglich. Und dann waren wir da, da hatte ich eine Kellertour bekommen und habe tatsächlich die Keller hochgezogen, also die Tonnen aus dem Keller, wie die Männer auch. Da haben sie natürlich erstmal geguckt, hey, das kann ja gar nicht sein. Die haben gedacht, naja, die ist ja eh nach ein paar Tagen sowieso wieder weg, sollen wir ihr jetzt so viel zeigen. Aber gut, ich war jetzt da, ich bekomme dasselbe Geld wie die Männer und deshalb müssen sie mich auch so behandeln, wie ein fester Mitarbeiter. Und das war ich ja auch, Vollzeit eingestellt direkt. Gab es mal Stress? Eine Sache ist mir ganz besonders in Erinnerung geblieben. Da war ich auf einer Tour. Ich kannte die Leute noch gar nicht. Ich war da ganz neu drauf und bin zum LKW gelaufen und habe mich vorgestellt, sag hallo, guten Morgen. Und es kam noch nicht mal ein guten Morgen zurück. Also ich wurde direkt ignoriert. Sein richtiger, fester Mann, der war an dem Tag krank. Und er hat mich als Frau raufbekommen. Und das fand er nicht so toll. Das hat er mich auch spüren lassen. Er hat die ganze Zeit rumgebrummelt und hat gesagt, das wird ja jetzt ein Tag heute und total die Katastrophe. Und er hatte extreme Vorurteile. Das habe ich direkt gemerkt. Habe ich irgendwann gedacht, also ganz ehrlich, ja. Also wenn du ein Problem hast, mit mir zu arbeiten, musst du ins Büro gehen und sagen, du fährst nicht mit einer Frau runter. Ich wurde hier eingestellt und ich arbeite genauso wie ihr auch und warte doch erstmal ab. So, dann blieb er erstmal ruhig. Da dachte ich, wow, mutig von mir. Ich habe direkt eine Ansage gemacht, ne? Obwohl es ja auch ein gestandener Mann ist, der da all die Jahre schon ist. Aber ich dachte mir, okay, ich muss jetzt auch mal auf den Tisch hauen. Und dann sind wir ausgestiegen und ich habe die ersten Tonnen so ans Fahrzeug gebracht. Und dann merkte ich, wie er dann immer lockerer wurde, ja, also aufgetaut ist und plötzlich auch mit mir anfing zu reden. Hat er auch mal so einen Spruch gemacht und also wir sind zu dritt gefahren. Und sein richtiger Passmann, der war in der Zeit hat, also in einer anderen Straße. Und als er wiederkam, ich dachte, was ist denn jetzt passiert? Auf einmal ist hier Harmonie pur. Also er hat direkt gemerkt, die Anspannung war weg. Hattest du dieses Selbstbewusstsein von Anfang an? Am Anfang natürlich, oh Gott, die lachen mich bestimmt aus oder so, wenn ich da die Tonne nicht richtig an den Wagen kriege. Aber das legt sich tatsächlich. Man muss einmal wirklich den Mut haben, einfach mal ja, das zu probieren. Dann sagen die anderen Kollegen ja auch, ja, mit der kann man arbeiten, die ist pünktlich, die ist zuverlässig und es spricht sich ja dann auch rum. Voll gut und dann ist es vielleicht auch ansteckend und du kannst immer mehr Leuten vermitteln, ey, komm mit mir klar, weil wenn nicht, dann schafft ihr euren Job selber nicht. Also, so sieht's aus. Ja, das hast du bestimmt dann auch ausgestrahlt. Mittlerweile wird man gegrüßt, selbst wenn ich Feierabend habe, kommt noch ein Müllauto an der Straße und grüßt zurück. Und also es ist einfach ein schönes Gefühl, akzeptiert zu werden. Hm. Gibt es noch irgendwie andere Tipps oder Sachen, die du gelernt hast, wie du mit solchen Vorurteilen oder Schwierigkeiten auch mal umgehen kannst? Die Situation beobachten. Wie ist die Person? Vielleicht muss sie einfach auch erstmal auftauen. Ich versuche es mit Humor zu sehen, also manchmal vielleicht mal einen Spruch machen, dass die denken, ach, die ist ja ganz cool. Wenn das nicht klappt, kann man immer noch ins Büro gehen oder man kann immer noch irgendwas regeln, das man vielleicht mit den Kollegen nicht kann oder so. Ist ja kein Problem, man kann ja nicht mit jedem Menschen. Und die dritte Instanz wäre natürlich auch, dass man die Frauenvertretung fragt. Die Frauenvertretung kann man jederzeit anrufen, wir sind vernetzt miteinander, sie sind immer für uns da, wirklich rund um die Uhr. Wenn man Sorgen hat, sollte man sich auch nicht dafür schämen, wirklich sagen, was los ist und die stehen hinter einen. Das finde ich ist aber tatsächlich voll der gute Tipp, weil manchmal weiß man das gar nicht, aber der Job, der einen interessiert, hat vielleicht so eine Gleichstellungs- oder Frauenbeauftragte, wo man sich mit Problemen hinwenden kann. Ja. Und ich finde, das ist voll die Sicherheit, die man hat, ja, absolut, dass man sich in diesem Job wohlfühlen soll und dass es dafür irgendwie auch Strukturen gibt, dass es okay ist, wenn man mal das denkt, okay, sorry, ich habe ein Problem und brauche jetzt Hilfe, weil ich es vielleicht nicht alleine packe. Kannst du noch erzählen, wie da der Kontakt zu den anderen Frauen, die bei dir auf dem Hof arbeiten, ist? Wir sehen uns jeden Morgen und auch nach Feierabend und wir tauschen uns aus. Wir sind füreinander da und ich muss auch sagen, also die Frauen sind schon auch echt cool, die bei uns sind. Ein bisschen toleranter oder offener auch für die anderen Leute.
Richtig wichtig, auch zu sagen, dass erstens nicht alle Frauen immer gleich sind und dass nicht nur, weil in so einem Laden dann Frauen anfangen, die alle irgendwie entweder Zicken sind oder alle super krass hart drauf sind, so, sondern man ist immer beides und auch, dass die Männer, mit denen du arbeitest, auch nicht Einschlagmenschen sind und auch nicht alle Vorurteile haben, sondern du da wahrscheinlich auch Erfahrungen gemacht hast, wo du denkst, hey cool, es gibt auch nette Männer, dankeschön. Erkennt man dich auf der Straße direkt als Müllwerkerin? Hast du Arbeitskleidung? Ja, natürlich habe ich Arbeitskleidung, also wir tragen orange und ich habe dieselben Klamotten wie die Müllmänner, Arbeitshose, Arbeitsschuhe und wenn du möchtest, kann ich dir gerne mal zeigen. Geil. Ja. Ja, da sind wir schon. Da sind wir schon wieder, das ist dein Arbeitsoutfit. Das ist mein Arbeitsoutfit. Sag mal, nervt dich das nicht auch an manchen Tagen, dass du jeden Tag das Gleiche tragen musst? Weil ich darf mich morgens entscheiden. Ne? Heute fühle ich mich eher nach rosa-rot und du bist immer in orange. Also privat habe ich gar keine orange Klamotten mehr. Aber ich mag die Farbe, ist ein schönes leuchtendes Orange. Und es ist ja auch Arbeitskleidung, Arbeitssicherheit. Wir haben hier Leuchtstreifen an den Hosen, dass wir auch im Dunkeln gesehen werden. Und deswegen tragen wir diese intensive Farbe, dass uns natürlich auch jeder sieht, egal ob Fahrradfahrer oder Autofahrer. Ich habe hier einen Mülleimer auf meinem Schoß und da sind drei Sachen drin, die Dinge symbolisieren, die dich wundern, die du so in Mülltonnen findest. Ich bin schon total gespannt und werde dich dann immer mal fragen, was für eine Story dahinter steckt. Ja. Die sehe ich schon das allererste. Die Ratte springt mich schon an. Ich muss wahrscheinlich kaum fragen, das ist ja was steht eine süße Ratte. Die ist wirklich süß. Also wir haben sehr viele Ratten hier in Berlin, das ist keine Frage. Ich habe auch schon die eine oder andere gesehen. Aber die rennen immer schnell weg. Also es ist jetzt nicht so, dass sie mich direkt sieht und oh, jetzt muss ich anspringen, sondern die rennt weg. Die hat ja Angst vor mir. Eine Socke? Für was steht die Socke? Dass wir sehr, sehr viel Kleidung im Müll finden, tatsächlich. Also ob es Schuhe sind, ob es T-Shirts sind, ob es Hosen sind, auch teilweise Sachen, die noch getragen werden können, die gut aussehen. Also ich finde es wirklich schade, weil man kann auch diese Kleidung spenden. Es gibt ganz viele Leute, die freuen sich darüber. Nein. Ein Bild, ein zerknittertes. Ganz kurz Shoutout an alle Druckfans, die verstehen, was das hier bedeutet. Bitte schreibt mir kurz einen Kommentar. Für was steht dieses zerknüllte Bild? Ja, also ich habe auch schon Liebesbriefe im Müll gefunden, die dann zerknüllt waren. Die Zeit sage ich lieber nicht, aber ich habe mir den auch mal durchgelesen. Geil. Oh mein Gott, ja stimmt. Aber das ist wahrscheinlich die Liebe aus und einfach im Müll geschmissen. So ist es leider. Bei manchen Leuten jedenfalls. Ich habe auch schon Hochzeitsbilder im Müll gefunden. Wie krass persönlich doch auch Müll ist von Menschen, oder? Ja. Und ist Müll stinkig? Das wäre mein erstes Vorurteil oder das erste, was ich jetzt gedacht hätte, was wir hier drin finden. Irgendwie eine stinkende Socke oder so. Ja. Stinkt man nach der Arbeit also eigentlich? Also wir arbeiten ja draußen an der frischen Luft. Ja? Und dadurch verteilt sich auch der Geruch. Ich bin da nicht in der Halle die ganze Zeit mit dem Geruch im Kontakt und das geht, man gewöhnt sich dran. Ich rieche es gar nicht mehr, ehrlich. Ein Jahr bist du jetzt schon bei der Müllabfuhr, würdest du den Job empfehlen? Ich bin selbstbewusster geworden, meiner Meinung nach. Man wächst in dem Beruf, man wird schon tougher, weil man lernt auch verschiedene Menschen kennen und man weiß dann auch irgendwann, wie geht man mit einer Situation um, die man im Leben zuvor noch nicht hatte. Voll gut, alles Gute für dich. Danke. Schreibt uns doch gerne mal in die Kommentare, ob das für euch in Frage kommt, ob ihr den Job einer Müllwerkerin kanntet und ob ihr daran Interesse hättet. Und ansonsten sagen wir beide bis dann. Tschüss. Tschüssi.